gestern habe ich ja aus Spaß mal so einen harten Zweischichtball gespielt, Crane Titanium, und habe ein paar Wedge-Schläge gemacht und war ehrlich gesagt erschüttert, wie anders die Daten sind. Gespielt habe ich einmal mit meinem Voki 56 Grad Wedge, das mir von Bob Voki und Team in Karlsbad gefittet wurde. Deshalb spiele ich auch noch das SM8, das ist noch so gut. Ja, das ist irgendwie emotional was anderes und Wedges sind wirklich, ja, eine feine Sache, die die bauen. Zweiter Test war, habe ich gesagt, wie ist das dann, wenn ich weitergehe auf mein Eisen 7? Und natürlich als drittes, wen interessiert das nicht, was machen die Bälle mit dem Driver? Und zwar wie folgt. Gemessen wird das Ganze mit dem Foresight GC Quad. Daten zeige ich hier unten, werden auf dem iPad aufgezeichnet. Kommt nachher, auf geht's, ich werde sehen, was das macht. So, ich starte mit dem Pro V1. Ja, 6660 Spin, 37 Carry, 32 Launch. So, bei den Zahlen kann man ganz klar sagen, das sind jetzt die Schläge mit dem Pro V1. 8067 und so weiter macht einen Schnitt von gut 7363 Spin mit nicht so viel Abweichung. Startwinkel 31,8 Grad. Liegt natürlich immer in meinen Varianten noch, aber super signifikant ist, dass der harte Ball mit 36 Grad rausgeht und nur 4000 Spin hat. Das bedeutet dann aber natürlich auch, dass ja, Carry und Total 4 Meter, 1 Meter, 9 Meter, 5 Meter, 7 Meter, 5 Meter, je nachdem wie man halt reinkommt, klar, zu flach hoch gestartet, aber unten, aber bei den normalen Bällen kriege ich die schlicht und ergreifend viel besser zum Halten. Völlig anderes Verhalten. Muss man sich mal vorstellen, was das eben bedeutet, von 31,8 auf 36,2, das sind 4,4 Grad Startwinkel mehr bei weniger Spin. Durch den höheren Startwinkel hält er auch ein bisschen, aber wehe, die Grüns sind auch nur ein bisschen schneller, dann ist vorbei, muss man sagen. Je länger das wird, umso geringer werden die Unterschiede. Eisen 7 ist schon okay, da ist der Pro V1 auch noch etwas anders im Start und Spin. Und beim Driver, muss ich sagen, gehen eigentlich beide. Da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Ja, zusammenfassend, Wedge kann man den Ball komplett in die Tonne treten. Der startet über 4 Grad höher bei viel, viel, viel weniger Spin. Also völlig anderes Verhalten. Und das ist auch der Grund, wo man sagt, das macht keinen Sinn, mit solchen Bällen alles bis, ich sag mal, zumindest bis zum Eisen 8, ist es so unterschiedlich, das bringt überhaupt nichts. Ein Premium-Ball, also Dreischichtball mit einer Urethanschale, ob das nun, ich habe so eine Luxusspiele immer gerne den Pro V1, den ich vom Touch sehr mag, oder ein anderer, das lasse ich mal dahingestellt. Aber auch da habe ich, muss ich sagen, einiges gelernt, was Qualität angeht, ist für mich auch Titleist, ja, Top-Klasse. Nur kurz schon am Rande dazu, da werde ich bestimmt auch nochmal ein Video zu machen. Allein, wenn ich so einen Golfball nehme und habe nur bei der Lackierung der Dimpel von der Haarbreite einen Unterschied, dann bedeutet das, dass der Ball, wenn er hier mehr oder weniger auf der einen Seite hat, immense Kurven bis zu 25 Meter Kurve auf 200 Meter nur durch diesen Qualitätsunterschied machen kann. Und deshalb ist es für mich auch klar, ich möchte immer einen hochwertigen Qualitäts-Top-Ball spielen, damit ich mich darauf verlassen kann. Denn wie soll ich denn sonst lernen, wenn er mal so und mal so kurvt? Eindrucksvoll. Dazu habe ich ja gerade hier einmal die Fortbildung gemacht, Aerodynamik der Golfbälle und warum Titleist diesen Aufriss macht mit den ganz vielen Qualitätsstufen und mit der kompletten eigenen Fertigung. Ja, und für mich geht es darum, das ist meine Entscheidung, in meinem Golfspiel möchte ich nicht, dass die mindere Qualität mein Golfspiel so stark beeinflusst. Und ja, preiswerte Bälle, Zweischichtbälle gibt es bestimmt auch noch bessere als die, aber für mich keine Option, muss ich echt sagen. Es war so gravierend, dass auf jeden Fall ich im Turnier immer meinen Ball spielen würde und auch im Training, Putten, insbesondere auch Kurzspiel, nie auf die Murmeln zurückgreife, die da draußen dann liegen. Wir haben das ja auch in Reebok-Lockholm, wo ich bin, ist ja eigentlich ein toller Service, so orange Zweischichtbälle. Da hört man nicht immer, wer hat jetzt welchen Ball aufpicken, machen, tun, sondern jeder kann da was machen. Ist natürlich für den Ablauf einfacher, aber dann kann ich mir das Training, ehrlich gesagt, wie ich finde, auch sparen.
kommt für mich nicht in Frage. Wenn ich vergleiche, was dieser Ball mit der gleichen Kompression wie der Zweischichtball vom Gefühl macht, dann muss ich sagen, ist der Pro V1 auch noch um Welten softer vom Gefühl im Vergleich zu dem Zweischichtball. Der fühlt sich für mich unglaublich hart an. Ja, da macht es eben nicht die Kompression, die sogenannte, also ein härterer Ball. Der kann halt auch bei hohen Geschwindigkeiten gut Energie übertragen und natürlich bei langsamen sowieso. Jeder Tour Pro spielt ja so einen Ball auch bei 15, 20 und 30, 50, 60, 80, 100 Metern. Da funktioniert der eh, aber der funktioniert auch noch bei weiteren Schlägen. Aber viel besserer Touch und sehr viel zuverlässiger. Ja, für mich war es eine spannende Entdeckung. Heute nochmal mit den Zahlen wirklich nochmal klar belegt. Also, wer gut im Kurzspiel sein will, und das heißt für mich bis Eisen 8, 100, 110, 20, 30, 40 Meter, was auch immer das individuell ist, kommt aus meiner Sicht, sollte sich mal überlegen, einen qualitativ guten Ball zu spielen. Dreischichtig Urethan. Ja, und das war schon eindrucksvoll und für mich gibt es deshalb auch überhaupt keine Diskussion mehr, was das Ganze angeht. Jedenfalls nicht für mein Golfspiel.